muss ich das hier aber auch wieder verstecken. Das ist scheiße. Dann bleibt es ausnahmsweise mal ein normaler Stein. Oder? Ach, sonst. Wir brechen nicht unsere Einheitlichkeit hier. Dann sieht das ein bisschen aufgelockerter aus. Was soll's? Beziehungsweise... Ach nee, hier kommt ja eh dann noch... Hier kommen ja dann noch so Weinfässer und sowas vor. Dann passt das wieder. Dann passt das wieder. So. Aber... Unabhängig davon... Mit denen da... Das müsste jetzt eigentlich... Da kommt was vor. Ja, es sollte hinhauen. Wartet. Wartet. Hey. Micromanagement, ne, ist furchtbar. Und die Steine sind schon wieder alle. Das gibt's doch nicht. Frisst er die oder was? Die. So. Achso, das ist natürlich auch schlau gewesen. Wartet. Ich glaube, das sollte nicht so auffallen, den Mauern. Weil, genau, die verbinden sich. Aber, ja, das soll halt einheitlich sein. Ich tick da ein bisschen komisch. Ich weiß, dass das dahinter dann fehlt und das macht mich kirre. So, jetzt. Ja, Steindecke. Ich höre Skelette sterben. So. War das jetzt eine gute Idee hier? Ich sage mal nein. Das müssten ja jetzt dann die rückseitigen Treppen sein, genau. Da brauche ich jetzt ganze Blöcke. Das ist Dark Oak. Die habe ich nicht da, die muss ich holen. Aber die kommen dann, die machen das Ganze dann hier rund. So, die Treppe hätte ich gerne wieder. Und damit wir das Ganze ein bisschen auflockern, gibt es dann hier runter Holztreppen. Aber sonst ist das Ganze hier alles Stein, Stein, Stein. Das ist sonst doof. Unter Holztreppen und dann hier auch Holzfußboden, würde ich behaupten. Und eine Tür wäre nicht schlecht. Wir sollten die Übergänge vielleicht auch anders markieren. So ein bisschen, genau. So, und das ist der Übergang. Wie gesagt, da kommt dann ja jetzt... Also... Das bleibt nicht Holz, Quatsch, das bleibt nicht Stein. Ach, Quatsch, andersrum. Das wird Holz nicht bleiben, das ist auch Stein hier. Wie gesagt, das kommt zu. Das musste ich noch ein bisschen lang ziehen, wartet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na, ich hätte es doch bei 7 lassen können, ne?
Das ist ein bisschen kurz. Wir machen 9. Das ist 4, dann sind das 11, ne? Das ist natürlich, wenn ich es anders bauen will. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die Wand. Dann müssen wir das hier nehmen. So, bis hierhin. Bis hierhin und nicht weiter! Ah, wenn die Arbeit nicht wäre, ne? Oh, eine Fresse. Das ist so mein generelles Problem. Ja, ich weiß, Arbeit kann ein Problem sein. Nee, ich mache meine Arbeit gerne. Aber ich habe manchmal so... Ich bin gerade gut drinne. Zurzeit habe ich sowieso, was Minecraft angeht, ein generelles Buch. Es macht sehr viel Spaß. Ich habe sehr viele Ideen und alles. Und immer wenn ich das habe, dann muss ich meistens nächsten Tag arbeiten und kann entweder nicht viel zocken oder nicht viel aufnehmen, weil arbeiten, weil sonst im Arsch und so. Und wenn ich dann mal wirklich Freizeit und Urlaub habe, dann habe ich keinen Bock. Oder es kommt manchmal was Privates dazwischen, wie du hast einen Termin, weil du musst zum Arzt, du musst das Auto in die Werkstatt bringen, was auch immer. Das ist halt, ne. So. So. Ja. Passt. Noch mal Deckel drauf hier. Vielleicht so eine Rund, vielleicht einen höher noch. Also wirklich so eine Art Gewölbe dafür haben. Ja, mal gucken. Bleibt das hier flach und das geht so ein bisschen höher. Sehen, wie ich das anpasse. 3-3, das passt sogar mit der Wand hier. Ich muss noch eins raus. Das sind hier, das sind 3. Das ist die Mitte, das sind 3. Dann ist das ungerade. Da kommt das recht gut. Als wäre es geplant gewesen. So. Sehr schön. Ich bin auch an der Kante vom Rathaus irgendwo. Also so halb. Moment, erstmal die Wand. Ich überleg gerade so, ach, diese tausend Sachen im Kopf, wie es aussehen könnte, ne? Das ist furchtbar. Mach doch erstmal eine Sache fertig, bevor du der nächste anfängst. Das ist ja so piepen. Ja, zum Glück ist morgen Donnerstag, das heißt, Freitag, zwei Tage, ist Wochenende, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, in Klammern hoffe ich. Sollten wir vielleicht... Gut. So. Das sieht doch für den Anfang schon mal ganz schmuck aus. Dann brauche ich jetzt die Treppen. Ja, ich habe sogar noch welche.
Das war schlau. Moment. Kann das? Ich habe das schon mal gemacht. Ich schwöre. Das wollte ich nicht. So. Das müsste jetzt theoretisch soweit reichen. Noch einen Treppenbogen möchte ich nicht. Das ist jetzt leider nicht ungerade in der Mitte, aber das ist nicht schlimm. Natürlich für die Lampenverteilung dann für den Arsch. Warum ist das eigentlich nicht ungerade? Weil der Abstand müsste doch eigentlich... 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Bin ich jetzt doof? Ach so, wartet mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Das geht eigentlich gar nicht. Kann ich nicht so stehen lassen. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, das können wir so nicht lassen. Das können wir so nicht stehen lassen. Kommando zurück. Wahrsten Sinne des Wortes, wir reißen es wieder ab. Wie gesagt, können wir so nicht stehen lassen, geht nicht, weil das ist dann hier so, wenn wir mal gucken. Wand, das ist. Warum muss ein Keller muss eng sein? Nee. Nein, Fahr gefällt mir nicht. So. Gut. Heißt. Eins zurück hier. Den Sand hier noch mitnehmen, weil ist halt Sand, ne? Alles brauche ich nicht, aber ein bisschen. Ich habe ja oben, glaube ich, noch Sand, aber so. Jetzt müsste das eigentlich hinkommen. Behaupte ich jetzt mal an meinem Leichtsinn. So.
abgesehen von, dass das Ding hier noch so muss. Sekunde. Einmal, zweimal, dreimal, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Bingo. Dann haut das auch hin. So. Genau, dann passt das mit den Lampen auch wieder. Details, Details, Details. Ich sag's immer wieder. So. Oh. Ich habe einen Fluss angebohrt. Behaupte ich jetzt mal. Gleich mal gucken gehen. Hoppala. Hey. Nee. Frechheit. So. Denke ich bis hinten durchziehen, ja. Können wir eigentlich so machen. Momentchen. So, hoffen wir mal, hier ist kein Wasser, genau. Sollte eigentlich auch nicht, weil Wasser ist auf der anderen Seite. Wir sind auch längst über der Zeit. Ich muss dann mal gleich mal abmoderieren. Moment. Sind längst über der Zeit. Das ist noch weg. Sekunde. Das will ich noch haben. Beim nächsten Mal nicht große Überraschung erleben. Machen wir den hier. Bisschen ausleuchten. Also wenn es mich packt, dann mache ich off camera auf jeden Fall hier nochmal die Decke zu. Dann kommt hier einfach nur, also hier kommen nochmal Steine ringsum volle und dann Slabs. Dann sollte das passen. Und Fußboden könnte ich schon mal reinmachen, so wie eine Tür. Und Treppe und so. Ich würde sagen, wir gehen mal ins Lagerhaus, wenn uns niemand stört. Okay. Und dann moderiere ich mal ab. Dann haben die Folge eine ganz kleine Überlänge. So eine Minute oder sowas. Gut. Wie gesagt, das ist super mit den Lampen, weil Nachbarn sind zwar gespawnt, aber wir leuchten es dann nach und nach aus. Das wird sich alles noch ein bisschen erhellen. Da haben wir unsere Ruhe dann komplett in der Stadt. War auch schön. So. Na dann. Kleiner Exkurs wieder in Minecraft. Geht dann beim nächsten Mal weiter. Wie gesagt, am Wochenende eine Aufnahme, die wahrscheinlich etwas länger wird. 2-3 Stunden. Vielleicht so wie mit Skyrim. Hätte ich echt Bock drauf. Und
Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Das Banner hier, das hatte ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Wir sind ja Kollegen, die ins Messer gelaufen. Na, deswegen machen wir mal Folgendes. Boah, ich sehe überhaupt komisch aus mit dem Licht. Egal. Lange Rede, kurzer Unsinn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, teilt das, was euch gefallen hat. Lasst ein Däumchen da. Freut mich und hilft mir. Gerne auch den Kanal abonnieren, falls das noch nicht der Fall sein sollte. Glöckchen natürlich nicht vergessen, sonst bringt auch das Abonnieren nichts. Und wenn ihr Fragen sowie Anregungen habt, schreibt das in die Kommentare. Alles Wichtige zu mir und zu Minecraft findet ihr wie immer in der Videoinfo verlinkt. Könnt ihr auf mehr Anzeigen klicken, da steht alles, was ihr braucht. Ansonsten, ich kann nicht mehr reden, Verzeihung, bleibt mir gesund, das ist das Wichtigste. Wir sehen und oder hören uns bei der nächsten Runde Minecraft, Skyrim in der Special Edition oder beim Mindtime at Porsche. Also bis dato, reingehauen.